Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer bei Wunder heute. Wir sind zu Gast in der Erlebnisoase Steurer in Wien. Hier wird wöchentlich persönliches Gebet angeboten, speziell für Heilung. Und so haben wir uns für diesen Ort entschieden, um über Heilungen zu berichten, die Menschen hier oder an anderen Orten in Österreich erfahren haben. Und bei uns ist Elisabeth Reisinger. Ich möchte dich mal ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Grüß dich Gott. Du bist Tierärztin? Ja. Man sagt Kleintierpraktikerin? Jawohl, ja. Und Elisabeth, du hast Ende der 90er Jahre eigentlich erstmals erfahren, dass es göttliche Wunderheilung gibt. Ja, so ist das. Und kannst du uns davon berichten? Ja, es war Ende der 90er Jahre, es war 1998 oder 99, war Erwin Villerfer zu Gast in Wien und hatte eine Evangelisationsveranstaltung. Zunächst war Lobpreis, dann war eine Predigt. Und dann war ein Altarruf und nachher wurde für Kranke gebetet. Und was mir aufgefallen ist, für alle Arten von Krankheiten, für Schwerkranke, aber auch für Leute, die nur eine ganz leichte Krankheit hatten. Mhm. Ja, und ich war damals dort für eine andere Person, die sehr schwer krank war. Ich habe gar nicht daran gedacht, für mich das in Anspruch zu nehmen. Aber Erwin hat gesagt, es gibt Personen hier, die sind mit dem Herrn unterwegs gewesen und sind jetzt nicht mehr so genau unterwegs mit dem Herrn. Und denen möchte der Herr die Gelegenheit geben, die Beziehung zu ihm ganz zu erneuern. Und da habe ich gewusst, er meint mich. Ich war nicht die Einzige, die dann noch vorgegangen ist zum Altar, also zum Erwin. Und ich bin das auf jeden Fall noch vorgegangen und habe mein Leben neu dem Herrn übergeben. Und interessant ist, also du hast das festgemacht, diese Beziehung einfach nochmal mit Jesus Christus. Ja. Und dann bist du nach Hause gegangen und du hast zwei oder drei Tage oder später etwas ganz Besonderes dann festgestellt. Ja, und zwar, ich hatte ein kleines Melanom am Bein. Ich wusste, es war pechschwarz, es war also kein normales Muttermal, sondern es war pechschwarzes Melanom. Und ich wusste, ich musste jetzt irgendwann einmal zum Hautarzt gehen und mir das entfernen lassen, weil das hat mich irritiert. Und ja, zwei, drei Tage nachdem ich beim Erwin war, sah ich nach und das Melanom war spurlos verschwunden. Ich war erst ganz erschrocken, weil ich dachte, was ist da jetzt passiert? Und da habe ich gesehen, es ist narbenlos und verheilt. War einfach weg. Und das war für mich ein Beweis, dass der Herr tatsächlich gewirkt hat, dort an diesem Ort, in dieser Kirche. Und ja, ich war sehr erstaunt. Und es war für mich sehr ermutigend. Und ich bin dann jeden Montag hingegangen, jeden Abend, also jeden Montagabend hingegangen und habe dort sehr, sehr viele Heilungswunder erlebt. Sehr viel. Und eines Tages hat meine Mutter einen Bandscheibenvorfall gehabt und hat sehr, sehr schwer gelitten. Sie konnte zu diesem Zeitpunkt nicht operiert werden. Sie war damals schon Mitte 70 und man hat gezögert, sie zu operieren. Und sie hat sehr starke Schmerzen gelitten und obendrein auch die Medikamente nicht vertragen. Und da habe ich sie mitgenommen in so einen Heilungsgottesdienst mit Erwin Villerfer. Und dann war Folgendes. Als es zum Gebet kam, war ich so nervös, weil ich Angst hatte, was ist, wenn nichts passiert. Und wenn es vielleicht noch ganz schlecht wird. Und von Nervosität bin ich dann zum Ausgang gegangen, als das Gebet begonnen hat. Und ich weiß heute noch, ich habe die Türschnalle in der Hand gehabt zum Ausgang, als ich plötzlich ein großes Gejohle und großes Geschrei gehört habe. Und alle haben sich gefreut. Das heißt, ich wusste nicht, was da los war. Bin dann zurückgelaufen, habe dann gesehen, meine Mutter ist herumgehüpft wie ein junges Mädchen, hat Rückenbeugen gemacht, Rumpfbeugen gemacht und hat sich gefreut, hat in die Hände geklatscht, hat den Erwin umarmt und war fröhlich, war völlig beschwerdefrei, hat eine Spontanheilung bekommen, ein Heilungswunder, ein echtes Heilungswunder erfahren und diese Spontanheilung hat angehalten, solange sie gelebt hat. Sie hat nie mehr ein Problem im Rücken gehabt. Das ist fantastisch, ja. Wirklich fantastisch. Ja, das ist großartig. Ja. Und so ist sie auch zum Glauben gekommen. 14 Tage später ist sie dann auch dem Altarruf gefolgt, nach vorgegangen und hat ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben. Ja. Das ist, würdest du sagen, das größte Wunder? Ja. Noch größer als körperliche? Ja, das war wirklich das größte Wunder. Ja. Und was auch sehr großartig war, unsere Beziehung war immer gut. Zwischen meiner Mutter und mir, sie war nie schlecht, die Beziehung. Aber seit unserer Bekehrung zu dieser Zeit, weiß ich, was es heißt, im Paradies zu sein. Unsere Beziehung war
völlig ungetrübt bis zu ihrem Tod, also bis zu ihrem Heimgang. Wir haben nie irgendeine Auseinandersetzung gehabt. Und wenn es Meinungsverschiedenheiten oder verschiedene Meinungen gab zu einem Thema, haben wir uns immer hingesetzt, gebetet und dann nachher haben wir gewusst, welche Meinung stimmt. Also du hast und auch die Mutter, ihr habt gemerkt, diese Beziehung mit Jesus Christus, die hat etwas total verändert in euch. Ja, hundertprozentig. Fantastisch. Und unsere Beziehung so verbessert, ich kann das nicht in Worte fassen. Ich kann es nicht beschreiben. Es war so, wie es in der Bibel steht, diese Einmütigkeit im Geist, diese Harmonie, die völlig ungestört war. Das ist stark, wirklich stark. Ja. Eine Abschlussfrage noch an dich. Als Tierärztin, ich denke, da stehst du manchmal vor Situationen, wo du auch nicht weißt, was mache ich jetzt? Wie soll ich jetzt in so einer Situation vorgehen, wo du anstehst? Ich sag's mal so, trotz deiner Kenntnisse, deiner Erfahrungen. Und was machst du in solchen Situationen? Du hast ja jetzt erfahren, es gibt auch, eben wie gesagt, Gott führt, es gibt Wunder, es gibt Heilung, du hast das erfahren, was machst du? Das Wichtigste ist beten, sofort beten. Beten, den Herrn fragen, um Rat. Was tun? Immer beten, immer beten. Das ist auch der Grund, warum wir aufgerufen sind, immer zu beten. Ja. Ja, und was ich tue, ist, dass ich schon vor der Arbeit immer für die Patienten bete, die schon kommen. Und dann nachher wieder für Patienten bete, die schon da waren. Das mache ich immer. Wunderbar. Ganz toll. Oft gemeinsam mit Mitarbeitern, wenn sie gläubig sind. Ja. Auch da hast du ja einiges erlebt, gerade was Mitarbeiterinnen betrifft auch, wo ihr erfahren durftet, dieser Gott, auch da, er hat gewirkt, gell? Ja, großartig, großartig. Eine Assistentin von mir, sie hatte eine Blutvergiftung nach einem Biss von einer Katze und sie hatte keine Antibiotika vertragen. Sie war allergisch auf viele Antibiotika und wir waren dann allgemein im Krankenhaus und sie war schon vorbereitet zur Amputation des Unterarms, weil die Ärzte nicht mehr wussten, wie sie ihr Leben retten konnten. Und Martin und ich sind auf die Chirurgie hochgegangen und haben für diese Frau gebetet. Sie hat damals schon 40 Fieber gehabt, war nicht ansprechbar. Und was soll ich sagen, es klingt unglaublich, aber es ist wahr. Sie ist vollständig geheilt, 2 Tage später nach Hause gegangen. Fantastisch. Und das ist auch das, wir wollen Gott die Ehre geben. Das ist keine Frage, du bist ja keine Wunderheilerin. Nein. Ich möchte das hier mal ganz klar auch so festhalten, sondern du gibst das weiter, was Jesus Christus dir gegeben hat. Jeder von uns, der ihn kennt, ist dazu aufgerufen. Das sagt uns die Bibel. Wenn wir ihm nachfolgen, dass wir auch für Menschen beten sollen. Und du hast das getan. Von daher durftest du das erfahren. Ja. Und geschätzte Zuschauerinnen, geschätzte Zuschauer, Sie haben jetzt aus diesem Erlebnisbericht gehört, dass der Gott der Bibel sich nicht verändert hat. Wenn man nämlich die Bibel liest, dann sieht man, dass dort Zeichen und Wunder einfach dazugehören. Und das ist auch heute so und das bestätigt jetzt dieser Bericht hier auch. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen gottesreichen Segen. Wenn Sie Jesus Christus noch gar nicht kennen, wir haben es am Anfang gehört, da hat es eigentlich begonnen, indem du dir überlegt hast, wie ist meine Gottesbeziehung? Und du wusstest, ich bin zwar unterwegs mit Gott, aber ich möchte das nochmal richtig erneuern. Und das wäre so ein wunderbarer Schritt auch zu sagen, prüfen Sie, wo stehen Sie in Ihrer Gottesbeziehung? Und dass Sie Jesus Christus neu einladen, wenn Sie merken, da ist mir etwas abhanden gekommen oder ich hatte mal einen guten Start, aber irgendwie laufe ich gar nicht mehr mit diesem Jesus Christus. In dem Sinn, wir wollen Sie einfach ermutigen. Es ist ein guter Gott, ein Gott, der Sie liebt. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen gottesreichen Segen und schauen Sie doch bald mal wieder bei uns vorbei.